Okay, wieder da. Borja hat horizontale 30 Grad. Und die Gatling? Die Gatling hat 50. Okay. Ja, also den Krieg kann man da mit der Watcher nicht schießen. Andererseits lädt die auch ständig nach. Also, die war ja auch eher mehr so ein bisschen zur... als Verteidigung halt. Dass wenn jemand close ist, dass man dann disablen kann. Paladin Rumble. Aber da würde ich jetzt eh was anderes spielen. Zum Diener. Oh, kannst du ja. Mhm. Alter. Was haltet ihr von einer Shrike? Ja, kann man mal machen. Okay, und was für eine? Ich kenne Water Shrike. Zumindest auf einer Seite. Wenn auf der anderen vielleicht eine Karonade nimmst. Pass auf, ich habe kürzlich sowas gesehen, das hatte. Sagst du gleich? Das hatte rechts. Oh, und er will anscheinend das Bein nehmen. Ich weiß gar nicht, was noch. Ich würde was sagen, die Spire kackt gegen der Corsair und Pyramid ihn auf jeden Fall ab. Ja, definitiv. Sowas in der Art. Und dann hattest du einfach Lochnagar in der Flak drin. Und dann macht das nichts, wenn das Close Range ist. Und wenn die sich nicht drehen kann, weil dann dreht der Captain einmal kurz rum, während ein Hullbreak ist. Dann knallt man die eine Lochnagar-Ding rein und damit hat man schon die halbe Miete. Bin mir noch nicht sicher, ob die Gatling. Yo, Spire würde ich halt irgendwie echt nicht nehmen. Also gegen Corsair und Pyra, die sind halt beide voll. Er will aber unbedingt eine Spire fliegen. Gegen die Pyra funktioniert's, aber ja, ich persönlich würde es auch nicht. Auch nicht auf der Map halt irgendwie. Naja, keine doch, Ahnung, da geht's ja gerade eigentlich. Match. Wenn so ein Schiff auf irgendeiner Map, dann auf sowas wie Periton oder Canyon. Wo das du tatsächlich Ambushes Spire fliegen kannst. Also das ist halt klar, wenn wir damit gewinnen wollen, dann müssen wir Ambushes fliegen und irgendwie aus dem Hinterhalt angreifen. Er will halt eine Spire fliegen, ja, darum geht's. Nehmen wir die Shrike da? Oder nehmen wir dann doch auch eher... Ich etwas Wuchtigeres genommen. Aber da müsstest du dich jetzt in der nächsten Viertelminute entscheiden. Goldfisch. Irgendwas Wuchtiges, wo wir mit ihnen ambushen können. Mit dem Shrike können wir immerhin ambushen. Das ist schon mal die halbe Miete. Aber damit ernsthaft eine Shrike fliegen? Wann habt ihr gewechselt? Habt ihr gerade schon gewechselt? Oder? Weil Shrike und Spire ist schon ziemlich... das funktioniert nicht. Nein, ich mag keinen Fisch. Ich nehme... Wie viel Zeit habe ich noch? 5. Wir nehmen eine Metamedian. Nice. Okay, dann Split Strats. Ihr müsst versuchen, die Spots zu holen und wir versuchen zu ambushen. Ihr könnt sie auch versuchen zu ködern oder so irgendwas. Ich denke, so müssen wir es spielen. Wir verstecken uns irgendwo zwischen den Gebäuden oder sowas und hoffen auf einen guten Ambush. Bin ich dann NG oben? Ihr hättet vielleicht mal eure Loadout aktualisiert. Okay, schön. Ich habe gerade noch 2 verteilt, ich hoffe, du hast das Richtige mitgenommen. Ich habe auf jeden Fall akzeptiert. Ja. Das ist jetzt nur die Frage, ob King Joe... Ja. Ich habe das Richtige mit. Gut. Was hast du mir dann gegeben? Buff oder was? Nee, ihr seid jetzt einfach beide totale Normies. Okay. Genau, der Provider oben an der... Wo jetzt gerade Kathleen steht. Nicht mehr. Kathleen. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Namen hatten sie jetzt durchgelassen? War das... Ach,
Sir Fix-a-Lot. Sir Fix-a-Lot, ja. Du musst die Els mitsprechen, die drei Els. Fix-a-Lot. Wo hinten, sag ich? Hier? Links oben. Hier. Hinter mir. Ah, links, okay. Okay, danke. Und das Ding und Ballon. Ja. Okay. Ich hoffe, das genau, und du schießt den Mortar halt erst, wenn du die Hitmarks siehst. Okay. Also die roten. Weil er sonst meistens gerade dann leer ist. Also, du hast jetzt Lesmog, das ist eigentlich nicht gut. Ja, aber es ist viel leichter damit zu treffen und deswegen ist es dann irgendwie unter dem Strich oft trotzdem besser, weil man dafür halt viel mehr trifft. Okay. Aber sonst, also sonst so von den Stats, also Damage per Second und per Clip und lauter so Zeug, ist eigentlich super optimal. Wenn man sich nur die anschaut. Ja, wenn nicht, kann ich da später nochmal wechseln, weiß nicht. Also er schießt, wenn ich dann rote Hitmarks will. Oder wenn ich genau, nur jetzt irgendwas? Nö. Nö, dann macht die überhaupt irgendwelchen Damage quasi. Iris, du kannst ja nach hinten gucken und so, ne? Ja. Ich hab hier ist einen Schuss. Ja, okay. Da ist was. Ist da noch mehr? Mehr sehe ich jetzt gar nicht. Also. Oh, der ist schon nah. Holy shit. Ja, okay. Quasi oh, da ist mal ein Schild. Ich glaub, ja super mit dem Ambush wieder jetzt. Rumgammeln. Jawohl. Okay, hinter uns. Shit. Danke. Genau. Geh mal runter, hilf ihm mal. Ja, ja. All repair. Knapp. Das war ja jetzt bloß noch der. Also in solchen Situationen einfach gleich runter und helfen, weil da oben zu sein bringt's ja nicht. Ja, sorry, wenn ich euch noch ein bisschen eine Last bin. Ja, ich hab nicht gesagt. Nö, nö, wir haben's auch nicht. Was denkt ihr so? Aber gerade runterkommen und halt schnell einfach mit einem Jump übers Gitter. Okay. Das geht gut. Hat er sich umgenannt in Adrian, der Bot. Ja. Guten Tag. Die Pyramide, die Pyramide, die Pyramide. Ich komme mir eher so vor, wie der geambuschte. Hat gerade schon drauf bekommen. Wunderbar. Ja, passt. Und ist auch alles okay.
Alter. Scheiße, nicht im Team-Chat. Okay, die haben noch so drei Effekte liegen. Ja, hab einen entdeckt hier hinten. Die ist jetzt im Süden, fliegt weiter nach Südosten. Hinter den ganzen Gebäuden. Vermutlich die, oder auch Führer? Vermutlich die Corsair. Ja, meine ich. Okay. Arriba! Shit. Achtung, Ballon. Ja, bin dabei. Der Ballon ist fast wieder repariert. Ah, sollten wir vielleicht zur Dessau gehen. Na, die müssen da gerade gut rein. Ja, eigentlich wäre es genial gewesen, wenn wir jetzt um das Gebäude einfach petten, auch rumgekonnt hätten. Wenn da Platz gewesen wäre, ne? So was. Ja, ja. Fuck! Komm nicht ganz ran mit der. Jawohl, immer drauf. Schön auf die Hülle. Wunderbar. Er ist unter uns. Progress to Spire. Bisschen höher ziehen. Schön, schön, schön. Ja, halt ihn auch gemerkt. Wunderbar. Der ist ordentlich. Jo. Nice. Wie ist es jetzt ausgegangen? Ich glaube 3-5. 3-5, ja. Ja, genau.
Wie viele Runden werden dann heute gespielt? 6 insgesamt. Okay. Also so, dass wir mit jedem anderen Schiff zweimal im Team waren. Ah, das heißt, okay. Jetzt noch eins mit Grockner und dann noch zwei mit Wurstbeschleuniger.